Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Einladung zu einem neuen Part. Hello Kitty, Happy Happy Family mit dem Zwergenfürst. Wir befinden uns im fünften Part, im vorletzten Part. Joho! Spielen wir mal ein bisschen. Wir spielen mit Mimi. Ja, schön. Dann machen wir das mal. Machen wir es so. Okay, das sieht ja schon ganz interessant aus. Nicht? Ja, was gibt's heute hier zum Spielen? Heiding and Seek mit dem Pedobär aus dem Garten spielen. Ah, okay. Lass uns mit Freunden verstecken spielen. Ah, sehr schön. Wir nehmen natürlich den Hard Mode. Nein! Ich sehe ihn gar nicht. Oh, wo ist er denn? Ja, nice. Auf jeden. Okay, auf jeden. Aha. Auf jeden Fall hat man den gesehen. Ja. Komm, lass uns weitermachen. Das ist... Hallo Kitty, halt einfach, das ist... Ja. Ach du Kacke. Kann ich dieses Bild bitte als Thumbnail haben? Ja. Verstecke spielen. Zum Glück sind wir mit dem nächsten Part dann zu Ende. Ja, was sehe ich denn da auf dem Tisch? Ein Handy. Lass uns einen Freund anrufen und den des Nachts nur nerven. Ja, weil das ist nämlich Nacht. Ich nehme das der Nacht auf. Ich nehme das des Nachts auf, ja. Ja, natürlich. Lernen wir jetzt, wie man Freunde anruft mit dem Telefon. Im harten Modus. Nicht schon. Lori. Wir sollen den Lori anrufen. Natürlich jeder Satz. Jetzt wird hier gecallt, oder was? Hallo! Ja, so ungefähr. Die Affe. Dann wählen wir den mal an. Ah, Herz und Stern sind also auch ein paar Nummern. Ah, okay. Schön zu wissen. 7, Herz, 2. Aha. Das letzte ist dann die Call-Dingens. Und da sagt sie mit ihrer eigenen Stimme, hello! Aha, schön, schön. Tammy, das Affenweibchen. Sternchen, Sternchen, 4, 2, 7. Und was ist, wenn ich mir vertippe? Herzchen, Herzchen und rufen. Schön, schön. Haben wir jetzt auch anrufen. Wir rufen jetzt alle aus dem Adressbuch an. Genauso macht man das, liebe Kinder. Einfach alle... kurz vor Mitternacht noch anrufen, also einfach mal so durchbimmeln und mal sagen, hi, ich wollte nur guten Tag sagen. Schön. Ciao. Ein Mein-Sticker. Schön, schön. Ach du heilige Kacke. Was ist denn das? Ah. Da musst du doch fast das als Thumbnail nehmen. Mhm. Sind alle sehr schön, diese Mind Pictures. Nicht. Wir spielen mal hiermit mit der Spielkiste. Ein Maze. Ah, okay, und ich muss das 3DS-Ding neigen. Oh nein, nicht schon das wieder. Ah, okay. Ich bin der rote Ball oder was? Aha. Sehr schön. Da hatte ich mal früher im Kindergarten, oder nein, in der Grundschule war es sogar schon, ein Spiel, das hat man als Brettspiel gehabt. Das konnte man spielen. Ist das nicht das Ziel hier? Doch, ist es. Nice. Okay, habe ich also perfekt gemacht. Ja, kann ich halt noch aus der Grundschule. Hm.
Das war aber viel cooler, wenn du das in den Händen hättest. Ein Belohnungssticker, schön. Und ein Bild dazu. Warum schwitzen die alle auf den Bildern? Diese Kitty dort, ich glaube, Kitty ist die mit der roten Schleife und die Mimi die mit der gelben Schleife. Wieso weiß ich sowas? Warum? Und die Kitty, die schwitzt wahrscheinlich höllisch beim Puzzle-Spielen, also beim Maze-Spielen. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Ah, Labyrinth natürlich, ja. Okay, ist klar. Ring der Werfen mit Hello Kitty. Ah, superb. Aha, dann werfen wir doch mal. Ach so. Okay. Ich hab gleich ein Geschenk gefangen. An die Krone muss ich fangen, die Krone. Sven fürs Krone. Okay, muss eigentlich nur wischen. Also ich kann nicht langsamer oder schneller oder weiter werfen, sondern ich werfe halt irgendwie, ja, Die Krone! Komm, die Krone! Na! Mist. Wie mies. Scheinbar, das wirft zwar immer in dieselbe Richtung und immer gleich hoch, aber pff, ja. Okay, wir müssen wohl die Geschenke sammeln. Ah, toll. Krone! Die kann man wohl nicht fangen. Warum auch immer. Ich bin Mist? Was? Ey! Aha. Komm, jetzt fang noch ein Geschenk, dann sind wir fertig hier. Meine Güte, hier. So, hier. Komm mal drauf. Upgrade, okay, das war kein Geschenk. Die Krone! Yay! Haben wir es geschafft. Ich glaube, ich werde langsam verrückt. Mit dem Verlauf dieses Spiels wird man irgendwie verrückt, also... Ja, Freue mich schon darüber. Yay! Nach dem fünften Part nervt das gar nicht mehr so sehr. Da bist du dann schon komplett durchgedreht. Da bist du schon... Seins von Gut und Böse. So sieht's aus. Wie es ausschaut, haben wir ja fast alles erledigt. So ungefähr. Lass uns Klavier spielen. Warte, ich kann den Song auswählen. Das wird ja eine sehr gute Musik sein. Also das wird ja wohl eine sehr große Auswahl sein. Eine sehr gute Auswahl vor allem. Twinkle, twinkle, little star. The beer in the forest. Mary had a little lamb. Donna Birch is falling down. Auld Lang Syne. Okay, ich muss sagen, die Musikauswahl ist nicht die schlechteste, aber auch nicht die beste. Also, ja. Und schon schöne Klassiker. Now I'm Bridges Falling Down. Komm, das müssen wir spielen. Aha. Habe ich schon erwähnt, dass ich nicht Klavier spielen kann? Und dass meine dicken Griffe hier auf diesem Klavier komplett sinnfrei platziert sind? Was zum Geier. Man kann nicht wirklich eine Musik raushören, weil es, ja, weil dieses Klaviergeklimper irgendwie, ja, mehr schlecht als recht ist. Ach, ich muss eine bestimmte Anzahl an Noten treffen, damit ich das hier schaffen kann. Aha. Und das Lied kommt zum dritten Mal. Oder auch nicht. Ich habe es gut gemacht. Ja. Okay. Damit kann ich leben. Ich habe einen nur meinen Sticker erhalten, einen Belohnungssticker. Toll. Und ach du Scheiße, ich habe noch ein Kleidungsstück erhalten. Na toll. Mein Pikachu. Haben wir jetzt alles abarbeitet, was hier drin ist? Ja, haben wir wirklich. Gibt nichts mehr zum Spielen. Yay! Wir haben das nächste Kapitel abgeschaltet, abgewuselt. Ja, schön, schön. Dann würde ich sagen, Daumen nach oben soll es euch nicht gefallen haben. Ja, lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mit dem Zwangfuß verpassen wollt. Ja, wie auch immer, haut da rein. Wird es Zeit, dass ich diesen Part beende. Es ist, ja. Ihr könnt es auch nicht mehr sehen, ich weiß es. Man sieht sich im nächsten Part, am letzten Part. Hello Kitty, Happy Family mit dem Zwangfuß. Ich
Ich freue mich drauf. Ihr euch auch. Dann seid mit dabei. Ciao, ciao.